Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming auf der Schwarzing. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier gerade noch mit Karl und Fritzel im Auto auf dem Weg zu Fritzels Hof. Fritzel, raus hier! Pass auf, ich habe eine Idee. Was? Danke Leute! Fritzel, steig ein. Wir platzieren die Bombe hier. Du bleibst hier stehen, Fritzel. Und Miguel und ich holen den anderen Anhänger mit der zweiten Bombe. Nein. Aber du musst die auf die bewachen hier. Die auf die musst genau, du aufpassen. Genau, deswegen. Nein. Ist nein. Aber wichtig. Das ist ja tatsächlich. Was, wenn die eine andere Leute, dann anhängt und mitnimmt? Ich bin noch bis Herbst auf Bewährung. Komm raus. Das wird eine einmalige Geschichte, glaub mir. Tschüss. Ja. So, Karl. Ja? Was? Und hast du denn diese schon günstig weiter verscherbelt? Nee, 2,60. Frag Johannes, der hat bei mir getankt. Aber ganz ehrlich, wieso hast du mich hier als Kopf so angekackert? Ey, das ist ja nicht normal, Karl. Ich musste das. Na, du musstest das. Das war nicht fein. Der Bayer wollte das. Der Bayer wollte das. Jetzt lügst du auch noch. Nein, ja, hallo? Ja, der wollte lügen? Das. Als ob der dich gezwungen hat. Er hat gesagt, er ist der Gute und ich wäre der Böse. Ich müsste mich böse verhalten. Good Cop, Bad Cop mäßig oder was? Genau. Ja, komm, ey. Aber mal ganz was anderes, warum ich gerade oben bei euch war. Ja. Sag mal, du behauptest ja immer von mir, von wegen, ich wäre ja, würde ja irgendwelche krummen Dinger machen mit deinem Diesel. Ja, weiß ich doch nicht. Soll ich dir mal was sagen? Wer mich vorhin angerufen hat, warum ich jetzt oben war? Ich wollte es eigentlich ausprobieren, aber was hat ja nicht ganz geklappt. Dein Mitarbeiter. Was hat denn der gemacht? Der hat mich angerufen und hat gesagt, ihr wärt alle gerade nicht da, ich sollte mal hochkommen, dann könnte ich einen Anhänger Diesel mitnehmen, er würde auch nichts sagen. Glaube ich nicht. Das ist kein Scherz. Ja, aber ich glaube dir das nicht. Soll ich dir das beweisen? Ja, beweis mir es. Okay. Ich fahre gleich wieder hoch. Ja, pass auf, dann verstecke ich mich. Ja. Dann verstecke ich mich, dann fahre ich zuerst hoch, versteck mich, dann rufst du ihn an. Genau. Sagst, wie ist das? Kann ich den Diesel noch holen? Ist da oben die Luft wieder frei? Ja. Und dann werden wir sehen, was passiert. Genau. Dann werde ich mit diesen. Ich kann in meinem Anhänger. Noch besser. Hier, ja? Ich kann in meinem Anhänger 6000 Liter mitnehmen. Okay. Den werde ich voll machen und werde vom Hof fahren. Ja. Aber so, pass auf, ruf ihn an und frag ihn, wer dich hier im Auto sitzt. Du hast ja Freisprechanlage. Ruf ihn an und frag, ob du wieder hochkommen kannst. Ja, warte. Ja, mach das mal. Aber warte kurz. So, aber meine lieben Freunde, nur ganz kurz als kleiner Reminder. Heute Abend, so circa 19:30, 20 Uhr, ist wieder Livestream True Farming. Der letzte vor dem Urlaub, Leute. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will an der Stelle einfach nochmal riesengroßes Dankeschön sagen. Wir sind nämlich unter den Top 50 der deutschen Twitch-Kanäle. Absoluter Hammer. Unser Zuschauerrekord. Also es gibt drei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal der Zuschauerrekord, also wie viele Zuschauer man maximal gehabt hat, der liegt bei 5.900. Wie viele Zuschauer man durchschnittlich hat, das ist bei uns 2.500. Und wie viele Follower pro Monat, das sind bei mir so 3.500 irgend sowas. Das ist der schlechteste Wert, die Follower und der Zuschauerrekord ist, also die was maximal zugeschaut hat, liegt bei 5.900. Und daraus wird halt eben alles insgesamt ermittelt. Und wenn ihr Bock habt, schaut heute Abend alle vorbei. Vielleicht schaffen wir es ja, das sogar noch ein bisschen weiter nach oben zu setzen mit den 5.900 gleichzeitigen Zuschauern. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, Leute. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich danke euch von Herzen und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Livestream. Kuss geht raus. Wie gesagt, Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Twitch ist kostenlos, ihr könnt euch kostenlos anmelden. Alles kostenlos, lasst ein Follow da und vielleicht können wir heute Abend den Rekord sogar knacken. Wir schauen einfach mal, keine Ahnung. Kuss geht raus auf jeden Fall erstmal. Und ich bin gespannt, ob der Jupse eine faule Socke ist. So, naja, hast du, ruf mal an, komm. Ja, pass auf, warte. Ja. Ja, Karl hier. Ja, hi Karl. Jupp, sag mal, steht der Deal noch mit unserem Diesel? Ja, natürlich. Ja, pass auf, ich habe mir gerade einen Anhänger besorgt. Dann komme ich jetzt gleich mal hochgeflitzt. Dann hole ich mir 6000 Liter. Ja, okay. Aber du hältst echt die Klappe? Ja, natürlich halte ich die Klappe. Alles klar, ich komme gleich hoch. Ja, okay, alles klar. Jo, danke, ciao. Jo, tschüss.
Na, was sagst du jetzt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ey, wir werden sehen, ob er dir Geld abknüpft oder nicht. Ja, fahr hoch. Ja, ich fahr hoch, ich versteck mich. Genau, ich komme dann gleich hinter dir her. Ich versteck mich, ich schleich mich von hinten ins Landhandelgebäude, versteck mich dort und schau mal, das ist ein bisschen über den Balkon glunzelt oder von oben. Pass auf, ich mach den Hänger voll, ich fahr vom Hof und ruf dich dann an. Dann kannst du ihn ja mal fragen, ob er Kohle gekriegt hat. So, machen wir's. Alles klar. Gut, Karl. Jo, bis gleich. Ja, danke fürs mit runternehmen. Jo. So, das kann ja nicht sein. Wirklich ein. Oh, der ist aber schick, der neue hier. Das ist ja die Sattelplatte schon verrostet. Das glaube ich da nicht. Meine Fresse. Egal, was du hier bestellst. So, Krampe dran. Auf geht's. Boah. Okay, dann fahren wir mal hoch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Tja. Jo, verkauft uns ein Diesel hinterrücks. Oder was? Das ist ja der Witz, ist das. Also zurzeit ist auch wieder echt. Zurzeit ist auch wieder echt. Echt so eine Sache, ey. Der Harry klaut die Unterlagen beim Bayer aus dem Auto. Da muss ich auch unbedingt noch wissen. Warte mal, den Harry, den könnte ich eigentlich nochmal anrufen. Oh, warte mal, dann rufe ich den Harry halt mal an. Ja, hallo. Harry, ich bin gerade im neuen LKW unterwegs. Ja, das ist schön. Hast du was Dringendes jetzt? Sauerei, der geht aber. Ja, das ist gut. Hast du immer noch was Dringendes? Ja. Was denn? Ich wollte es eigentlich nicht am Telefon, aber vielleicht ist es sogar sicherer. Was Harry, denn? Was? Okay, was hast du schon wieder gemacht? Mit den Unterlagen. Harry, ich will das eigentlich nicht wissen, aber was ist mit diesen Polizeiunterlagen? Der Bayer hat mich letztens schon wieder angesprochen. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Du weißt genau, wovon ich rede, Harald. So, gut, wer hat denn hier bitte unseren Unimog? Also, das ist ja wohl der absolute Horn. Boah, das Knattern. Klingt aber zornig. So, komm. Wir fahren erstmal hoch, stellen das gute Ding ab und schleichen uns ins Haus. Ich muss mal gucken, wo der Fiedel liegt. Komm, schleicht, dass der uns nach Möglichkeit jetzt nicht sieht. Das wäre noch ganz gut. Ich will Folgendes machen. Ich stelle den LKW hinter der Tanke ab. Einfach, ich werde hier hinter der Tankstelle bleiben. Okay, warte. Dann fahre ich den LKW. Oh nein. Und uns sieht es vorbei. Okay, der fährt gerade mit dem Trecker weg. Okay, der fährt mit dem Trecker hinter. Dann parke ich jetzt einfach den LKW hier hinter der Tanke. Ach Mann! Das konnte ich auch mal besser. So. Och, eigentlich doch Miguel! Warum trödelst du denn nur so rum? Okay, alles klar. Dann. Oh, da kommt er. Da kommt der Jupp gelaufen. Moment, schön ein Auto. Ach, Karl. Karl, sehr gut.
Okay. Jetzt gucken wir mal, wer die Erbsen in der Möhrensuppe hat. Ist ja wohl ganz klar. Okay, Karl fährt rein. Okay, der Jupp. Oh, hi, Karl. Jupp. Der steht genau da. Die Luft komm rein. Ja, ist keiner da. Komm rein. Okay, warte. Mal rückwärts ran. Mach mal voll. Gut. Ja. Okay, du hast ja nur noch 4000 Liter. Aber ist egal. Ja, mal leer den Hobel. Aber du hältst die Klappe, ne? Ja, natürlich. Ja. Verpiss mich jetzt schnell, ich war niemals hier. Ganz genau. Wo sind die anderen beiden nicht, dass sie uns sehen? Du, keine Ahnung. Der Harry, der schwirrt irgendwo auf dem Feld rum. Okay, und Miguel? Ich nicht. Ich glaube, der ist heute. Nein, glaube ich nicht. Der ist ja sowieso nie hier. Was kriegst du denn von mir? Nichts, nimm mit. Okay. Was habe ich denn drin? Warte mal. Oh, ich habe jetzt 800 Liter drin. Wie lange läuft denn dieses Scheißding? Na, ist halt eben eine ganz normale Tankstelle, weil es ist jetzt nicht so. Shit, nicht, dass hier einer kommt. Na, alles gut. Ich habe jetzt 1000 Liter. Mir wird das so heiß. Ich hau erst mal ab. Ja, gut. Nicht, dass ich die jetzt ganz leer mache, das fällt ja auf. Ja, alles klar. Du kannst ja nochmal vorbeikommen. Ja, genau. Ich habe jetzt 1200 Liter mit. Ich hau erstmal ab. Warte, ich mach den Deckel zu. Ja. Ja. Mach gut. Alles klar, Jupp, danke. Tschüss. Unfassbar. Unfassbar. Ja? Ja, Karl hier. Ja, ich war hinter der Tankstelle. Ich habe alles gehört. Ich habe 1200 Liter im Wagen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Karl. Ist so. Pass auf. 1200 Liter, was kriegst du an Kohle von mir? Ich bezahle dir das. Ja, du wirst ja jetzt nicht umsonst haben. Mach zweieinhalb. Den Rest schenke ich dir. Weil du mir geholfen hast jetzt hier. Landhandel-Verräter. So hast du. Ja, passt. Gut. Unfassbar. Also, ja, danke dir, Karl, auf jeden Fall. Nur so viel dazu. Also von wegen, ich hau dich nicht übers Ohr. Ne? Das ist, ich sag mal, das letztes Mal mit dem Diesel, das habe ich dir erklärt, warum das so war. Ja. Ich musste das reinigen lassen, das war nicht viel. Aber dieses hier, das war echt zu heiß und ich mach das nicht. Also. Ja. Ne? Nee, gut, ich weiß Bescheid. Ich muss jetzt schauen, wie ich es kläre. Pass auf, aber sag dem Job nicht, dass du das von mir weißt. Nein, um Gottes Willen, Karl, um Gottes Willen. Ich will ihn jetzt auch nicht übers Ohr hauen oder so, aber das ist echt fies, weißt du, wenn ich hätte alles mitnehmen können, 4000 Liter Diesel, das ist ja... Vor allen Dingen der Trottel, ey, ganz ehrlich, die ganze Tankstelle hätte der leer gemacht. Ja, als ob das nicht auffallen würde. Ja, deswegen, ich habe jetzt auch nur 1200 mitgenommen, aber... Ja, gut. Ja, mach's nee. Beste draus, aber verrat mich nicht. Ich weiß Bescheid, danke, Karl. Alles klar, bis denn. Ja, ciao. Ciao. Das ist ein bisschen kompliziert. Hallo, na? Warum? Hi, Miguel. Warum ist das denn kompliziert? Das war doch sonst nie ein Problem für euch. Warte, ich mach mal auf laut. Ja. Jungs, ihr könnt ja mal mithören. Wegen der Wartung beim Fritzl, der fragt gerade nach, ob wir dafür irgendwann mal Zeit hätten. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Fritzl. Na, das ist aber mal schön, dass wir dich am Telefon haben. Wann möchtest du denn die Wartung gemacht haben? Jetzt gleich oder gestern schon? Okay, das ist überhaupt nicht so schlimm. Pass auf, wir machen da einfach einen Termin fest. Nächsten Freitag, 18 Uhr. Passt dir? Okay, das ist schön. Klingt super, oder? Ja, finde ich auch. Bist du damit einverstanden, Fritzl? Wann nochmal bitte? Das ist ja eine ganze Woche noch. Na, am Freitag, Chef. Am Freitag, 18 Uhr. Am Freitag, jetzt, 18 Uhr. Also heute ist Freitag. Ja, also heute um 18 Uhr. Ach so, heute um 18 also, Uhr. Nee, komm, machen wir 20 Uhr. Ja, machen wir 20 Uhr. Ja gut, das passt auch, ja. Okay, ich stehe hinter euch. Lade gerade Schweinefutter. Oh. Oh, hier steht noch einer. Hä? Wie ist der hierher gekommen? Oh mein Gott. Bayer. Hallo, Herr Bayer. Oh, Herr Bayer, Ihr erster Tag am Landhandel. Das richtige Hemd haben Sie schon mal an. So, pass auf, Rolf. Schnappst du erstmal den Fett? Ich mit dem Spader.
Und dann Yalla Habibi hier das Gras zum Schwadern. Aber ganz schnell. Zackig. Voila, der Hübsche. Komm, los rein. Erstens kriege ich von Ihnen erstmal 5000 Euro Ordnungswidrigkeit. Also jetzt bin ich raus. Sie haben also Ihr ganz Fahrzeug ehrlich. Auf der Straße abgestellt, ohne entsprechende Sicherung, ohne entsprechende Warnung, ohne entsprechend irgendwas. Ich habe es jetzt Ihnen gerade hochgefahren. Macht einmal bitte 5000 Euro. Ja, ich bin ja froh, dass ich das mal... Harald, ich hoffe, du bist nicht sauer wegen den 5000. Ich bin stinksauer. Ja, aber guck mal, der Dieselverkauf an der Tankstelle läuft doch super. Wir nehmen doch der echte Geld ein. Ich gebe Ihnen hier jetzt einen Zettel in die Hand. Bitte schön, das ist der Durchsuchungsbeschluss. Ich durchsuche Ihr komplettes Gelände. Sie können bei der Durchsuchung anwesend sein oder nicht. Wenn Sie nicht anwesend sind, müssen Sie mir das sagen. Zu diesem Zweck habe ich den Herrn Friedrichsen mitgenommen, da dann eine neutrale Person bei der Durchsuchung dabei ist. Mahlzeit. Aber warum Durchsuchung? Weil vertrauliche Unterlagen aus meinem Fahrzeug entwendet wurden und diese Unterlagen ich gerne zurückhaben möchte. Der Verdacht liegt nahe, dass das einer von Ihnen drei waren. Somit werde ich jetzt Ihren kompletten Hof auf den Kopf stellen. Richterlicher Beschluss. Sie können gerne dagegen Beschwerde einreichen, aber nicht bei mir, sondern beim Amtsgericht. Der Richter hat es so beschlossen. Somit ist es rechtskräftig. Ist der zum Popo abwischen? Hey, also, ja, ist bestimmt gut. Die Fiedler sind sie jetzt ganz lustig. Ja, ich habe 52.000 Liter Schweinefutter geholt. Gut. Das haben wir gesagt, 300 im Gebäude an. Jawohl. Ja, und ja, ich hab einen neuen Spitznamen für dich. Halt die Fresse. Aha, du erhöhst nur den Preis. Könntest du mal das Auto durchschauen? Ja, sag mir den Spitznamen. Also, mittlerweile kommt es mir hier so vor wie Fritzel 2. Ich habe nur Probleme mit den Cops, aber kenne ich so gute hier. Ja, ich weiß nicht, warum wir Probleme haben. Ich meine, die Mitarbeiter können es ja nicht sein, weil die sind ja total gewissenhaft und total ehrlich und die machen ja keinen Kack. Auf keinen Fall würden die das machen. Nein. Ja, mein Ole auch nie. Der ist der Liebste auf der Welt. Der macht auch nie was. Na, da haben wir ja. Der, ganz toll ist das ja. Das sag ich dir. Preis, 300 oder was? Oder wo waren wir? Ja. Nee, war das 300? Weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich habe mal Notizen. Nee, 500 ist normal, 400 hatten wir doch. Oder 350, 400? Ja, das war für Mischfutter. Ich glaube, bei Schweine. Ach, Schweinefutter ist teurer. Nix, bei Schweinefutter hatten wir nichts gemacht. Also nee, nur bei Mischfutter. Hast recht. Harry, was kostet das Schweinefutter? Boah, Harry! Boah. Ja, das ist übel krass, gell? Jetzt hab ich wie ein Leopard ist er. Wie ein Leopard an die ganze Zeit. Aufpassen bei dem, der atmet gerne in den Nacken rein. Ja, der beißt auch mal gerne am Ohrläppchen. So, was ist denn jetzt, Harry? Also im Gesamten bekommen wir von Fritzl 46.000 Euro. Sag mir doch mal, wie viel Schweinefutter kostet. Herr Friedrichsen, bitte genau Büroräume mit. Was? 500. Wie viel Liter hast du geladen? Ist der günstiger geworden? 52.000. Günstiger geworden, euer Schweinefutter? Naja. Hey, Harry, kostet keine 500. Also, Das Mischfutter. Nee, bleibt mal ganz geschmeidig. Ne? Also, man muss ja eins sagen, ne? Nach 3,5 Jahren ist es euch endlich mal aufgefallen, dass das Schweinefutter nicht 500 kostet. Es kostet nämlich 900. Ja, ist richtig. Nee. Dann ist es ja teurer geworden. Es hat mal 800 gekostet. Ah, ja, du kostest gleich 700. Jetzt 46.000, nee, wie viel waren es? 46.800, so nach 3 Jahren oder 3,5 Jahren hat sich auch ein bisschen was geändert, nämlich auch die Preise. Ja, genau. Gut, hast du recht. Und Jupp? Was los, Miguel? Was muss ich alles gut bei dir? 46.800. Ja, ich muss mal schauen, ich muss noch ein bisschen Diesel holen, die Tankstelle ist fast leer. Herr Manus, mein Polizeiauto repariert. Dankeschön. Fritz. Nein, bitte noch schön. Nicht. Ich komme gleich noch und hole Mischfutter. Leider mein alles Zauberstab klar. Von Harry Potter dieses Wochenende nicht bekommen. Expelliarmus! Herr Friesi, bleiben Sie mal kurz stehen. Herr Hafer? Herr Friesi? Ja. Wollen wir das schnell mit dem Deutsch klären? Was? Deutsch klären? Helfen Sie mir jemand auf die Sprüche, was war denn? Sie haben zu mir gesagt, Sie mussten Ihre Felgen bezahlen. Ach ja, genau. Ist das ein schlechter Witz? Herr Friedrichsen.
Also, sprechen Sie einfach mal und wir klären das dann. Harry. Sagen Sie mal, Herr Bayer, das ist mein Name. Ich wollte gerade sagen, was macht der? Was macht der? Friedrichsen, mehr Essenzeit ist. Der durchsucht die ganzen Fahrzeuge. Das Polizeiauto muss jetzt hier repariert werden. Und zwar der Freezy ist zu mir gekommen, hat gesagt, bevor er ins Kittchen gewandert ist, hat er sein Deutsch hier oben abgegeben mit der Bestellung auf neue Felgen. Damals hat er es bezahlt. Nachdem er aus dem Kittchen kam, waren dann Holzfelgen drauf und er musste sie nochmal bezahlen. Also passen Sie auf, Herr Friedrichsen. So. Um das Ganze einfach zu machen, er hat Felgen bestellt, wir haben diese Felgen installiert. Herr Manus? Ja. Die waren noch in der Zeit auch im Kittchen. Nein, ich habe das mitgekriegt. Am Anfang mitgekriegt und dann am Ende. Alles klar, erzählt mir mal. Aber die Mitte fehlt. Ja, da warst du aber auch im Knast. Deswegen wollen wir ja mit haben. Ich wollte es gerade abkürzen. Und zwar, er hat Felgen bestellt, wir haben die Felgen installiert, dann kam er, die Felgen haben ihm nicht gefallen, er hat neue Felgen bestellt, dann haben wir diese installiert. So. Zwei Sätze Räder, zwei kosten zweimal Geld. Hat der Herr Friesi die Bestellung geäußert, dass er gerne Holzfelgen hätte? Ja. Anderes Problem. Ja, was? Haben Jupp, Sie der Bayer räumt gerade unser Büro leer. Oh, ich raste hier komplett aus. Jupp. Herr Friedrichsen. Ja. Guck mal, ich weiß ja, über was ich echt froh bin. Da ist gerade so ein ehrlicher Bürger, der hat getankt und dann gesagt, wie viel und was er bezahlen muss. Ey, es ist einfach klasse, wie gut das läuft, oder? Ja, mit der Tankstelle. Dass das halt einfach so auch funktioniert. Ja, dass man das Vertrauen haben kann vor allem. Ja, auf jeden Fall. Vertrauen ist immer wichtig. Das auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal kurz den Bayer fesseln. Also, ey, Rolf, irgendwann ist aber auch mal Feierabend hier. Du lädst vor allen Dingen nicht in unser Auto. Sag mal, geht's dir doch gut? Der Bayer, das ist meiner. Herr Manus, steigt aus dem Auto aus. Das ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, was Sie hier machen. Das ist ein Fahrzeug des Landhandels. Alles klar, Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Sie das können ist doch nicht Witz. Einfach unsere Fahrzeuge zu Herr Manus, machen. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. In diesem Durchsuchungsbefehl steht drin, dass wir sämtliche digitale Medien mitnehmen dürfen und diese durchsuchen. Ich habe kein Fahrzeug. Dementsprechend schön, dass Sie einfach ins Auto einsteigen, wenn ich mit Ihnen spreche. Ja, ich hab dementsprechend brauche ich ein Fahrzeug, mit dem ich was runterbringe. Da Sie mein Fahrzeug beschädigt haben, nehme ich Ihres. Fertig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da und schaltet heute Abend 20 Uhr ein oder 19 Uhr. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Kuss auf die Nuss. Unglaublich. Und nicht vergessen, Leute, wir haben eine Mission.